Teil 6. Die Herbstjahre. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier eine kleine Nummer, die ich mir jüngst aus dem Ärmel geschüttelt habe. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willie or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock. You can wrap it up in ribbons, you can slip it in your sock. But don't take it out in public or they will stick you in the dock. And you won't come back. Oh, thank you very much. Oh, was für ein überaus witziges Lied. Und so raffiniert. Das ist so das gewisse Etwas. Oh, Scheiße, Mr. Creosote. Guten Abend, Sir. Und wie ist das Befinden heute? Besser. Besser? Wenn Sie mir einen Eimer holen, ich muss kotzen. Euer Gaston, einen Eimer für Monsieur. Oh, sorry, bitte, Monsieur. Merci, Gaston. Ich bin noch nicht fertig. Oh, pardon, Gaston. Tausend Pardons, Monsieur. Heute Nachmittag haben wir Monsieurs Leibspeise, den geschmorten Asen. Der Ase hat ein ausgezeichnetes Orgu und die Sauce ist unglaublich schwer. Mit Trüffeln, Anchovies, Grand Marnier, dazu Speck und Crème fraîche. Abräumen, Gaston. Da ist noch was drin. Erlauben Sie bitte. Einen neuen Eimer für Monsieur. Und die Putzfrau, bitte. Maintenant möchte Monsieur vielleicht einen Aperitif oder wäre es angenehm, sofort zu bestellen? Also heute haben wir als Appetit en Regal, wenn ich mal kurz darf. Moulin Marinier, Pâte au Gras, Beluga Kaviar, Eier Benediktin, Tarte Poro, das ist Porree-Kuchen, Frau Schenkel Amadine oder Öftekei Richard Shepard, c'est-à-dire kleine Wachteleier auf einem Bett von pürierten Pilzen. Das ist sehr, sehr delikat, sehr, sehr fein. Ich nehme alles. Eine kluge Wahl, Monsieur. Und nun, wie würden Sie das alles serviert bekommen? Alles zusammengemixt in einem Kübel? Ja, mit den Eiern obendrauf. Na, selbstverständlich, aber die Eier obendrauf. Und knausern Sie nicht mit der Pastete. Oh, Monsieur, ich versichere Ihnen, nur weil wir die Dinge miteinander vermischen, würde es uns nicht mal im Traum einfallen, Ihnen weniger als die übliche Portion zu geben. Ich werde das persönlich überwachen. Sie bekommen sogar die doppelte Portion. Mit noch quelque chose à boire. Etwas zu trinken, Monsieur? Ja, ich nehme 6 Flaschen Chateau Latour 45er und eine Magnum-Flasche Champagner. Bon, und die üblichen Braunbiere? Ja, nein, einen Moment noch. Ich glaube, ich schaffe heute nur 6 Kisten Bier. Ich hoffe, Monsieur, haben es gestern aber nicht übertrieben, ne? Halt die Klappe! D'accord. Der neue Eimer und die Putzfrau. Monsieur, ist etwas mit dem Essen nicht in Ordnung? Nein, das Essen war ausgezeichnet. Dann sind Sie vielleicht mit dem Service nicht zufrieden? Nein, nein, ich habe keine Klagen. Ja, aber wir müssen nun bedauerlicherweise gehen. Ich habe zurzeit ziemlich heftig meine Tage. Und wir müssen den Zug erreichen. Ah. Oh ja, natürlich. Wir müssen noch den Zug erreichen. Und ich möchte nicht damit anfangen, die ganzen Polster voll zu bluten. Pardon. Vielleicht sollten wir jetzt gehen. Noch wie Sie wünschen, Monsieur. Ich danke Ihnen vielmals. Es war reizend, Sie zu sehen. Und ich hoffe doch sehr, dass wir Sie sehr bald wieder begrüßen dürfen. Au revoir, Monsieur. Mon Dieu. Ich bin in Monsieurs Eimer getreten. Einen neuen Eimer für Monsieur. Und vielleicht einen Schlauch. Oh, Max, weißt du. Oh.
Und zum Schluss, Monsieur, ein oblatendünnes Minz. Nein. Oh, Sir, das ist doch nur ein klitzekleines dünnes Minzoblattchen. Nein, verpiss dich, ich bin randvoll. Oh, Sir. Das ist nur hauchdünn. Hören Sie, ich kann kein Gramm mehr essen. Ich bin absolut gemästet. Schwirren Sie ab. Oh, Sir. Nur eins. Na gut, nur eins. Nur das eine. Voilà. Bon appétit. Der Sinn